Sagst du? Kannst du? Hallo und da sind wir wieder, eure Neon Green Monkeys im tiefen, kalten Ozean von Last Tide. Mit dabei der Smitty, der kalt. Jetzt doch noch mal eine Runde mit mir spielen möchte. Auf Bewährung. Auf Bewährung. Aber die Rache kommt irgendwann. Und ich, der Papillon. Ja, und wir sind hier im Bereich der Viehglückbasis. Und wir wollen mal den Eingang der Viehglückbasis suchen. Hinter die Ich finde ihn schneller, wollte ich gerade sagen. Ja, hier links irgendwo muss der sein. Irgendwo muss da ist. Sieht das wie eine Gebäudeform aus? Nö. Sieht man die von oben aus? Das ist auf jeden Fall die Viehglückbasis hier. Weil da sind wir reingekommen in dieses Loch. Vielleicht ja. Müssen wir ein bisschen weiter. Wo der Turm da ist. Such mal ein bisschen ran. Ja, ja, das muss. Ja, da wo der Turm ist, muss Vorsicht, das sein. Zwei Haie in deine Richtung. Oh. Hier muss die auf jeden Fall irgendwo sein. Den Beritt. Ist alles voller Eier, ey. Vorsicht. Ach ja. Du wirst beschossen. Soll ich... Machst du Köder? Ja, ich mach Köder. Ich schwimme oben ran. Und dann seht ihr mal, wie das geht. Er lädt nach. Jetzt hat er mich. Leider, jetzt bin ich außer Gefecht. Jetzt musst du dich beeilen. Ja, Gott sei Dank trifft er nicht so gut. Aber er wird mich erschießen. Da ist noch einer hinter dir. Da schießt der nächste drauf. Also, Jo, und beide sind da tot. Ja, das zum Thema viel Glück. Hat uns die viel Glück-Basis nicht gebracht? Nee, nicht wirklich. Und darum schießen wir uns jetzt Richtung Schiffsunfall oder ist ja Vorposten. Wo kommen wir denn raus? Ja genau, wir kommen hier hinten in der Ecke jetzt hochgefahren. Lass uns noch ein Tickchen warten. Ja, so geht es nicht natürlich. Da waren zwei Taucher. Der hat den auch von Pistole auf einmal gewechselt auf Maschinengewehr und hat einen Schuss drauf nicht. Ah gut, das ist dann ungünstig. Na gut, wollen wir uns hier rausschießen? Jetzt sind wir ja auf Höhe von diesem Ende Richtung östlicher Vorposten, wenn wir gerade aus. Ja, dann lass uns doch zum östlichen Vorposten, jo. Los. Jo. Und hart links eindrehen. Und geradeaus denn, ne? Hart links. Das ist, wow. Denn hier so geradeaus, würde ich mal sagen. Und wie ihr seht, Megalodon, der wurde wieder geweckt. Der ist höher versteckt des Hades. Ja. Ist auch noch ein Ziel von uns, definitiv. Dass über 10 Folgen wussten wir nicht, wo es den Megalodon gibt. 13. Oh, und ich sehe hier einen Lootsack von kaputten Taucher. Ich bin Chicken hinter dir. Oh, und er verschwindet vor meinen Augen. Nein! Stahlpfeile und eine Waffe wären drin gewesen. Das ist mies. Das ist richtig mies. So, wir sollten es aber erstmal wieder finden. Bin an der Pipeline. Die sehe ich. Und da sehe ich einen Taucher. Das wirst dann wohl du sein. Der da so rumsteht offen. Der da so mir nichts, dir nichts, einfach so mitten auf dem Feld rumsteht. Ja, das bin ich auch. So, dann ab Richtung östlicher Vorposten. Der müsste hier geradeaus sein, ne? Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Schwimm, Papillon, schwimm.
Was denn? Ich sag doch nur einfach, schwimmen. Hat Angst, dass ich ihn jetzt irgendwie messere oder vielleicht einfach so erschieße. Oder ihm eine Ködergranate drauf drücke. Weil er muss ja jederzeit mit rechnen, dass das passiert. Ja, wer die letzten Folgen gesehen hat, der hat gesehen, dass ich zu unserem guten Smitty nicht so lieb war, dass ich da meinen Spaß und Schabernack mit denen getrieben habe. Deswegen muss ich wirklich jetzt Angst haben. Da ist doch schon das Gitter vom Vorposten. Schwimmen, sonst holt dich das Messer. Ehrlich. Ah, damit wird das hinter wieder mal in Panik gebracht. Das finde ich gut. So, ab über den Zaun. Wessen Messer wohl wen holt? Wollen wir was ausprobieren? Nein. Schwimm da zum Vorposten. Ach, ah, ich sehe ihn doch. Ja, so langsam wissen wir auch, wo wir hin schwimmen müssen. Die eine Szene habe ich leider gar nicht aufgenommen. Das war also Zufall gewesen. Da sind wir auch so rumgeschwommen und ich verfolge die ganze Zeit einen Taucher. Mit einmal stelle ich irgendwann fest, das ist ja gar nicht der Papillon. Das war ein Spaß. Hast du die aufgenommen? Nee, leider habe ich das nicht aufgenommen. Das war leider ein bisschen ärgerlich. Ja, da waren wir zu den antiken Ruinen unterwegs. Ja, waren wir auf dem Weg hin gerade erst, weil wir da ja gucken wollten. Wo ist denn dieser Vorposten? Ja, du bist einfach abgewunken. Wir müssen immer noch geradeaus. Was schießt dann auf den Hai? Jetzt habe ich dich verloren. Da bist du. Bist du das? Ja. Okay. Da ist ein Hai, aber wo ist der Schütze? Wir hätten noch gerade ausgemusst. Hier, komm, den packen wir uns von hinten. Den packen wir uns. Er hat mich. Ja, ich versuche hoch zu schwimmen. Ich schwimme nochmal einen größeren Bogen. Jetzt hat er mich, jetzt musst du dich beeilen. Er ist außer Gefecht. Das ist schon mal gut. Haben wir umgemietet. Sehr nice. Du kriegst sogar sein Loot. Ja, du musst dich nur beeilen. Und so viel habe ich nicht mehr. Ach, ich muss dich noch wiederbeleben. Ja, du musst mich noch wiederbeleben. Oh, geil. Ein Hai kommt auf uns. Hier, warte. Ich dropp mal das Loot von ihm. Oh, was schießt denn auf dich? Bitte. Hier, das Loot hast du. Hab ich. Danke. Ja, jetzt mache ich den Böderburschen. Der schwimmt irgendwie weg. Der hat auf die Haie geschossen. Siehst du den? Nee, ich sehe ihn leider nicht. Da vorne an der Fels-Dingswand. Schieß mal auf den. Den kann ich ran mit dem Messer. Will wegschwimmen. Hab ihn ein, zweimal getroffen. Ah, jetzt hat er mich. Ah, ich bin tot. Wunderbar. Schade. Ja. Schade. Du musst es richten. Jetzt hab ich. Ne, du kannst doch wieder reinkommen. Ja, ich sag, du musst es aber jetzt erstmal alleine richten. Ach so, ja. Ich bin in Richtung Morgbohrung. Ja, ich bin hier im Dunkeln. Verstecktes Haar, das soll ich mal hin. Jetzt ist ja nicht hinschwimmen. Ja, ne? Jetzt bin ich auch schon wieder Nummer 1. Jetzt bin ich schon wieder auf der Abschlussliste. Nicht, dass ich nur, ich glaube, ganz mini ein bisschen HP habe durch die letzte Aktion. Nein, dann finde ich dich, ja. Ich hoffe, ich bin jetzt erstmal Morgbohrung gelandet und blute hier. Also ein Hai und das war's für mich auch. Ach,
Sei nicht immer so bescheiden. Zum Thema dazu. Ein Hai, das reicht. Da kam nicht er auch wirklich. Schon. Doch, ich habe ihn schon gesehen. Ich wollte ihn Feuer anschließen, da hat sich um den Felsen rum, habe ich nicht mehr erwischt. Das war es, auch für mich mal wieder. Und dann werde ich mich auch gleich mal wiederbeleben. Also ich bin bei dem Morgbohr. Ich weiß gar nicht, wo jetzt das Schiff hier ist. Muss man mal gucken. Oh ne, ist zu weit weg jetzt schon. Ja, ich komme mal hinter dir her bei dem Morgbogen. Wir haben ja noch ein paar Minuten, bevor es losgeht. Ich habe jetzt einen Kompass. Ich werde jetzt um verstecktes Hades schwimmen. Obwohl, wenn ich hier rauskomme, müsste ich da auch hinkommen. Ah, ich probiere es mal. Wo uns da vielleicht treffen. Hier war so ein geiler Inka-Schatz, den konnte ich nicht mitnehmen. Oh nein. Ja, ne? Richtig schlecht. Ja. Komisch ist nur, wo ich hinschwimme. Da ist schon wieder so ein Leichenrucksack. Folgst du den Leichen? Wer weiß, wo sie dich hinführen. Ja, zum Ziegenmann. Ja, kennt ihr den Ziegenmann? Die Geschichte des Ziegenmannes. Och, nicht schon wieder, Leute. Lasst mich doch mal in Ruhe hier lang schwimmen. Ihr mit eurem Scheiß Geschieß immer auf mich. Was stimmt denn mit euch nicht? Ja, die haben Nahen an dir gefressen. George Bush ist dabei. Ja. Ha, hast du davon. Hast du dich wenigstens daheim geholt, du blöder Schießer. Hat dann auch außer Gefecht gesetzt. So. Warte, der weiß wohl nicht, dass man sich wehren muss oder so. Weil der Koboldhai frisst die ganze Zeit auf ihn rum. Bis er jetzt tot ist. Dann werde ich mich auch mal wieder beleben. Das läuft ja diese Runde. Ja, weil ich war schon tot. Schon wieder down? Ja. Jetzt bin ich auch unten bei den Morgbohrungen, da komme ich jetzt auch raus. Ich bin langsam beim Versteck des Hades, ey. Mir zittern schon die Knochen. 152 Steilfeuer habe ich. Mit einer Pistole, die 4 Schuss war. Wie lange willst du noch mit schießen? Ich will den beobachten. Ich bin ja ein Meeresforscher. Ach, natürlich. Warst du nicht letztens noch erst Sheriff? Ja, aber heute bin ich Meeresforscher. Daneben Job wahrscheinlich dann. Ja. Als Sheriff werde ich so wenig bezahlt. Da kriege ich eine Kopfprämie. Aber diesmal ist sie nicht hoch. Jetzt bin ich zum Schiffsunfall, ehrlich? Oder ist das... Ja, muss so sein. Ja, ich bin mal. Bei mir ballert einer mit einem G oder so. Bin mal im Schiffsunfall. Naja, hier findet sich doch auch sicherlich ein bisschen Loot. Oh Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Warum lässt du mich nicht dahin schwimmen? Oh, das gibt's nicht. Na? Katastrophenrunde. Ja, das ist... Wo bist du denn? Ich bin jetzt beim Schiffsunfall gerade. Warum denn das? Weil ich hier hingeflogen bin. Darum das. Ich dachte, du wärst bei dem Mordbohrung. Das dachte ich auch. Bis ich dann auf einmal gesehen habe, dass ich beim Schiffsunfall bin. Ja, auf dich ist auch kein Verlass mehr. Da hast du auch recht.
Ja, Katastrophenrunde für eure jungen Monkeys. Stimmt, so oft gestorben sind wir, glaube ich, echt noch nie, ne? Also das ist wirklich mal echt eine Weltpremiere. Mal ein, zwei Mal am Anfang sind wir schon mal drauf gegangen, wo wir hin wollten, aber so schlimm war es echt noch nie. Das war jetzt das dritte Mal jetzt in der kompletten, der kurzen Zeit, das hatte ich auch noch nicht. Naja. So ist das halt, nicht anders. So sieht's aus, wir können es euch jetzt so nicht mehr ändern. Nee, und ich kann auch nicht mehr dahin schwimmen, wo ich hin wollte. Warum nicht? Ach, guck mal die Zeit an. 3 Minuten. Ach so, willst du Hades oder was? Naja, verstecktes Hades kannst du noch schaffen. Ja, nee. Aber das will der Feind ja nicht. Oh Mann. Warum musstest du mich angreifen, Blüter? Schon wieder weg, oder was? Nö. Guck mal oben rechts. Der Klassiker. Der Klassiker. Mit dem Messer. Oh, so dicken Waffen gibt es jetzt nicht beim Schiffsunglück. Ja, wahrscheinlich schon alles weggelootet. Ja, schreibt mir jetzt, wenn hier viel los ist auf dem Server, wie viel da immer oben rechts um aufblinkt, wie viel draufgegangen sind. Das ist schon eine Menge. Aber ich habe jedenfalls 2 Luftflaschen, falls einer raus. Bis jetzt, ja. Jetzt habe ich noch keine gefunden. Jo, ich habe eine Unterwasserbase, richtig gut. Fettes Loot. Dann hast du es ja gut. Mit dem fetten Loot. So muss das. 3 Luftflaschen. Alter. Ja, diese Base bringt was. Birgt auch Schätze. Vier Flaschen. Also wir können Was stimmt denn mit ihm eine nicht? Luftparty machen. Können wir das mal einer verraten von euch, was mit ihm nicht stimmt? Viel Luftflaschen, sag mal. Guck mal, wer bei der Free Glück Base ist. Ah, da will ich hin. Oh, hier sind verdammt viele Koboldteile bei mir. Da siehst du einen Unterschied zwischen uns beiden hier. Also zwischen denen, der auf mich geschossen hat und ich ihm. Er hat auf mich geschossen, hat sich nicht bewegt, hat mich nicht getroffen, weil ich mich bewegt habe. Ich habe mich bewegt und habe ihn erschossen. Aha. So muss das. Ja, ne? Manche, die bleiben da so still stehen, ne? Wo du dir denkst, Junge, Mensch, So wird das nix. wir wollen doch auf keine Zielscheibe schießen, sondern auf Ariel, die Meerjungfrau. Du musst mal hoch, runter schwimmen, Ja, seitwärts, links, ein rechts. bisschen bewegen, weil das ist ja zu einfach, ne? Weil er hat sich. Ja, gut. Der haut wieder ab, der Dicke. Hier futtert gerade ein Koboldhai an einem rum.
Nee, ich meine jetzt der dicke Mac Richtung Tangenwald. Oder ab. Alter. What's wieder gekillt? Nee, gerade drei Haie hintereinander, ey. Muss man ein Pflasterkit nehmen. Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir geht. Dafür habe ich noch mal Sauerstoff. Eine fünfte Flasche. Das ist gut, aber ich habe eigentlich gesagt... Wo wollen wir uns treffen? Warte, warte. Ihr wollt doch mich schon wieder einer erschießen. Weiß ich nicht. Ich habe keinen Kompass. Schiffsunglück, Schiffsunfall, kommst du da? Kannst du da hinkommen? Ja. Warum schwimme ich in die Richtung des Megalodons? Das weiß ich nicht. So, wie viele Kills hast du schon heute gemacht? Also, jetzt in der Runde? Zwei. Oh, das war langweilig. Ja, vorher die 10 ja denn nicht mehr mit, ne? Ja, ich meine, was jetzt oben steht quasi bei dir, ne? Ja, zwei. Ja, bei mir sind es 3. Oh, ja, feine Herr. Ja. Und das nur mit der Pistole, wohlgemerkt, ne? Oh, du bist ein Held für mich. Danke, das wollte ich ja. Hm? Oh oh. Nein. Der Megalodon ist hier, wo ich lang schwimme. Bitte nicht. Fünf natürlich, ne? Ist ja schon klar. Ja, okay, der eine, das war ein Abstauber, muss ich zugeben. Das waren alles Abstauber bei dir. Nein. Kannst du dir bitte bei mir angucken? Den Rücken geschossen. Den einen, den habe ich in den Rücken geschossen. Ja, da gebe ich dir recht. Den letzten jetzt. Den habe ich im Rücken geschossen. Kein Kompass, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist. Ich bin, glaube ich, bei der Viel Glück Base. Also, da habe ich eine Markierung sitzen, aber ohne Kompass hilft mir das natürlich noch nicht. Aber wenn ich der Pipeline folge, komme ich dahin, wo ich hin muss. Okay, ich folge der Pipeline. Ich hoffe, dass es auch Süden ist. Aber wenn das parallel zum Schiff ist. Ah, es gibt zwei dran vorbei, dann müsste ich hier hinten. Ne, dann ist die falsche, dann muss ich hier lang. Ich hoffe, ich habe die Karte so richtig gelesen. Weil direkt am Bug geht die ja nicht vorbei. Also es muss die sein. Und dann ist das die, weil ich sehe das Schiff. Ja, dann muss ich da also dieser Pipeline hier folgen. Ja, ich bin bei der Viehglück-Base. Oh, der Megalodon reizt mich echt. Schau mal dahin zu schwimmen. Schwimm doch hin. Na los, gib dir einen Ruck. Ich weiß, du willst es doch auch. Oh oh. Na, hast du schon. Verdammt, ja. Da ist er. Soll ich's oder soll ich's nicht wagen? Das ist jetzt eine Entscheidung. Ich bin da raus. Verdammte Scheiße, ist der groß. Ja.
das glaube ich dir. Ich habe ihn vor mir. Soll ich ihn anpricken? Warum schwimmt er in meine Richtung? Hau ab! Boah, das dich als nettes, Pampa, Snack. Als netten Snack für zwischendurch sieht. Hau ab, du fettes Viecher. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Er kann sich so gut unsichtbar machen, obwohl er so fett ist, ne? Ich wusste es doch, das blöde Vieh hat mich gesehen. Soll ich ihn anbringen? Nutzt das letzte Alter, ich hab so Schiss. Man muss das letzte Medigas jetzt noch nehmen. Das war's dann. Wow, 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 Alter! Ich versteck mich hier hinter Korallen, der ist direkt vor mir, ey. Geh doch mal ein bisschen mit ihm spielen. Der ist doch mal so alleine, weil er so groß ist. Ja, die Scheiße ist, guck mal, wo der hinschwimmt. Kann ich nicht. Dahin, wo wir alle hin müssen? Ja. Finde ich, ja. Find ich gut. Ich finde, das ist voll beschissen. Also wenn ich der Base jetzt richtig gefolgt aber, bin... Alter, wie schnell ist der denn, ey? Ja, wie schnell schwimmt der? Ich schwimme hinter den her. Ja, der da ist... Da ist wenigstens kein Taucher an. Die Flosse ist so groß wie wahrscheinlich die von 5 Feinden zusammen. Ist kein Wunder, dass er so schnell ist. Ich habe immer Schiss, wenn der seine Drehung da macht. Das müsste ich eigentlich mal für euch aufnehmen, ja. Dieses fette Viech. Mach das mal. Gibt eh übrigens ja. Mal, vielleicht zwischendurch auch mal Folgen. Falls nicht schon was gekommen ist, muss ich dazu sagen, dann gibt es auch mal Folgen von uns alleine quasi. Nochmal mit genau, wo wir noch nicht wussten, wo es den gibt. Bei mir jedenfalls. Zum Beispiel, genau. Oder vielleicht mache ich auch mal was. Oder vielleicht kriegen wir noch einen dritten dazu. Wir sind da ein bisschen am Gucken. Wir sind da ein bisschen am Gucken. Also wir wollen noch mal ein bisschen was für euch. Oh, 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 er dreht. Zeigen und zusammenkriegen. Weißt du was? Ja. Ich versteck mich mal im Schiff hier. Mehr Gesundheit, als weiter angezeigt. Wo ist er? Wo ist er? Na du Schisser! Haust ab! Weißt du, jetzt im Schiff ist die Fresse aufreißen. Vor 2 Minuten, oh mein Gott, er schwimmt vor mir, ich bin im Korallenriff und im Schiff nadelt den Kerl ab. Wo ist er? Wo ist er? Was aber, dass er nicht auch gleich zur Tür reinkommt. Und dann guckst du sparsam, oder? Dann möchte ich deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn der die Tür aufmacht. Der dreht, ne? Weiß ich nicht. Ich will nicht sagen. Ich trau mich hier nicht raus. Schieß nochmal auf ihn, der Holdi kann doch bestimmt da nicht reinkommen. Ich sehe ihn nicht. Ach so. Oh, jetzt kommt, wird die Steve genau entgegengekommen Richtung Schwimmen. Da, wo ich herkomme. Ich verstecke mich hier unter Felsen. Ich schwimme hier jetzt am Felsen lang, ey. Ich hoffe, dass er hier nicht kommt, ey. Aber schon, dass du gleich in die Zone musst? Ja. Du weißt schon, dass ich hier einen Dicken hinter mir habe. Ja, dann weg da, wenn du nicht sehen kannst. Guck mal, der bleibt jetzt auch auf einer Stelle verharren. Ich hoffe, dass ich den mitschleppe und der euch angreift. Da schwimmt einer, den hole ich mir. Aber mich wundert echt, dass der mich noch nicht angegriffen hat jetzt, ne? Nee. Na bloß, der verfolgt mich. Der verfolgt mich doch. Verfolgt der mich? Ich hab Verfolgungswahn. Eine UMP? Ich presse mich hier an solche Stellen ran, wo der nicht rankommt. Die Stahlfelder nicht mehr. Wo sie ihn zu fett für programmiert haben.
presse ich mich dran an solche Felsen. Oh oh, freies Gebiet. Ach, der ist ja direkt fast, der ist ja bei mir in der Nähe. Da hinten ist er. Da ist er. Ah, Leute, da ist er wieder. Wo hast du ihn bei dir? Ja, ich sehe ihn. Der ist nicht weit weg von mir. Wo bist du? Bei Steve hier direkt, wo Steve gerade langschwimmt, wenn du auf der Karte guckst. Bei den Pipelines hier in der Mitte. Ich guck gerade auf der Map und einmal sehe ich ihn da. Bei Pipelines? Ich bin bei irgendwelchen Pipelines. Ja, ja, da bin ich auch. Oh, oh, vor mir ist er. Vor mir. Oh, jetzt greift er mich an. Ja, ich seh's. Er kommt aber... Da unten schießt, bist du dann wahrscheinlich. Komm her, Dicker. Komm, komm. Will wegschwimmen. Das musst du sein. Wieso muss ich das sein? Naja, weil der schießt. Du hast ja gerade auf ihn geschossen. Das da unten bist du, ne? Ja, ich hoffe, dass er nicht kommt. Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir direkt. Das bin ich. Guck mal, ob der kommt, ob der kommt. Nee, alles gut. Und da sind wir wieder zusammen. Der kommt, der kommt. Oh, der kommt ja wirklich. Ah! Ah! Nein! Nein! Scheiße! Oh, siehst du, der macht die Geräusche, wenn der rausspringt. Hast du gesehen? Ja. Los, hinter dir! Schieß doch auf den Megalodon, du. Ich bin tot. Mich hat irgendjemand getötet. Naja, ich sehe es, er schüttelt doch gerade mich. Oh. Ja, mich hat er auch erwischt. Ja, ja, selbst der Sauerstoff hätte mich aber gleich gekillt. Aber nee, du hättest ja was gehabt, ne? Ich hatte 5 Flaschen. Ah, schade, schade. Und dann auch eine erfolgreiche Runde mit dem Megalodon, aber ich habe gut Schaden gemacht mit der UMP. Also ich denke mal, mit guten Waffen, so lila oder Gold, denke ich mal, können wir da ordentlich was reißen mal. Auf jeden Fall. Genau, und falls ihr mal selbst in den Genuss kommt, drückt euch an solche Formationen, wo er nicht drankommt, dann schwimmt er erstmal weg. Wo wir denn im Freien waren, da ist er ja denn gekommen. Ja. Also Leute, bis zum nächsten Mal bei der Megalodon-Jagd. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Ciao.